Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video. Heute habe ich wieder eine Deckenleuchte bekommen und die wollte ich gerne mit euch zusammen auspacken und uns die auch mal näher anschauen. Und deshalb würde ich sagen, bevor wir hier lange rummachen, machen wir einfach mal das Paket hier zusammen auf. Ich habe es bis jetzt noch nicht aufgemacht. Und ich werde das Ganze auch provisorisch nur anschließen, um zu sehen, wie die Leuchtkraft ist, weil im Moment habe ich noch eine Deckenleuchte und da möchte ich jetzt nicht unbedingt gerne eine neue dran machen, denn eventuell sind die Löcher anders und das schaut natürlich blöd aus, wenn man dann 1000 Löcher oben in die Decke reinmacht. So, machen wir das jetzt hier einmal so auf. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut geschützt und verpackt. Gehen wir mal zur Seite und hier sehen wir auch schon das gute Stück. Mal den Rest zur Seite, ich denke, da ist auch nichts mehr weiter drin. So, und hier sehen wir auch, die ist nochmal hier in Folie verpackt. Dann schauen wir mal, holen wir die mal sauber hier heraus und legen nochmal die Folie auch zur Seite. So, wir haben jetzt hier irgendwie ein Infoblatt, Bedienungsanleitung der Deckenleuchte von Fingo. Stehen ein paar Sicherheitshinweise da drauf. Und hier auf der Rückseite haben wir dann auch nochmal ein paar Installationshinweise von verschiedenen Typen von Lampen. Ihr könnt es hier sehen. Einmal runde Leuchte. Und dann haben wir hier auch eckige Leuchten, wie man die einbauen soll oder kann. Brauchen wir auch nicht. Dann schauen wir uns mal die Leuchte an. Die sieht auf jeden Fall schon mal ganz nett aus, wie ich finde. Hier so leichte Pünktchen zu sehen, das ist so ein Sternenhimmel-Effekt, aber das werden wir gleich selber auch mal ausprobieren. Wir haben hier dann, Moment, ein bisschen schärfer machen. Ich denke mal, das ist Aluminium, das oben hier ist, ja, Kunststoff, würde ich sagen. Und hier haben wir nochmal ein Blech-Untergrund. Unten sehen wir hier auch nochmal Befestigungsmaterial und auch was man an die Decke befestigen sollte, um dann die Deckenleuchte auch drauf zu machen. Hier sind auch noch solche kleinen Nippel als Abstandshalterung für die Deckenleuchte. Das kommt dann hier so bündig zur Deckenmontage, zu dem Teil hier. Und außerdem habt ihr hier dann das Führungsloch, wo ihr die Kabel durchmachen könnt. Ich würde sagen, wir machen das Ganze hier mal auf. Hier sind irgendwie, was haben wir hier? Das ist wohl zum Öffnen, oder? Deswegen gucken wir mal, wie das geht. So. Und auf der anderen Seite hier natürlich auch. So. Ich glaube, es müsste jetzt aufgehen. Ja, das tut's auch. Und so schaut das Ganze hier dann von innen aus. Hier mit den ganzen LEDs drinnen. Hier haben wir den LED-Driver. Was haben wir da? 50 Watt. Und das schauen wir uns dann natürlich nochmal zusammen an, wie hell das denn leuchtet. Das waren hier diese Nippel. Dadurch, dass ihr die dreht, wird das dann festgemacht und hält dann am Gehäuse fest, das Ganze. Ich werde das Ganze jetzt hier anschließen. Wir haben hier die Anschlüsse. Ihr seht einfach hier so sehr leicht zum Anschließen. Super einfach. Außerdem habt ihr hier nochmal die Beschriftung, wo was hinkommt. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Hier ganz unten. L und N und in der Mitte nochmal. Und ja, das Ganze schließe ich jetzt einfach mal schnell an. Außerdem seht ihr auch von der Seite nochmal hier diese Deckenhalterung. Die ist hier dann mit so einer Flügelmutter festgemacht von der anderen Seite und wird damit dann hier befestigt. Einmal das. Und schauen wir uns nochmal hier das Gehäuse an. Das ist super leicht. Ob das auch Aluminium ist, ich würde schon fast sagen, das ist auch Kunststoff. Alles in allem Kunststoff. Es sieht hier ein bisschen aus, als wenn es dreckig wäre, aber das ist so gewollt, um auch diesen Effekt rüberzubringen. In der Mitte ist es sauber und an den Seiten haben wir dann solche Flecken. So, ich schließe das alles mal an und dann schauen wir einfach mal, wie das leuchtet. So, ich habe das Ganze jetzt hier provisorisch kurz angeschlossen.
Ich würde sagen, ich schalte einfach mal ein. Und ich weiß nicht, ob man das hier über die Kamera so gut einfangen kann. Es glitzert auf jeden Fall sehr fürs normale Auge und sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Von der Helligkeit her 50 Watt, ja, kann man ruhig auch in einem Wohnzimmer anschließen. Das sieht man hier jetzt bloß etwas schlecht, wie gesagt, über die Kamera. Jetzt habe ich hier mal das Licht auch so nochmal ausgemacht. So schaut das Ganze dann immer noch hier aus. Jetzt seht ihr vielleicht das Licht hier noch ein bisschen. Ja, hier habe ich ein bisschen Unordnung gemacht. Aber ihr seht, der ganze Raum ist gut ausgeleuchtet. Und das Ganze muss man sich dann natürlich hier oben auf der Decke auch vorstellen. Wie gesagt, das ist hier nur provisorisch jetzt hier auf dem Tisch drauf. Aber ihr könnt sehen, man kann alles gut erkennen. Und das ist auf jeden Fall schon mal einwandfrei. Ja, wer Interesse hat für so eine Lampe, ich werde es euch auf jeden Fall mal verlinken. Sieht echt ganz cool aus hier mit diesem Glitzer, was davor wie Schmutz ausgeschaut hat. Sieht auf jeden Fall jetzt richtig schick und edel aus, muss ich gestehen. Und ja, freue mich, was heißt freue mich, wenn mal irgendwann die Deckenleuchte hier kaputt geht, dass ich die auch mal hier drauf mache. Ja, das war's soweit. Wie gesagt, ich verlinke das, die Deckenleuchte unten unter die Beschreibung. Dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen und vielleicht, wenn es euch interessiert, könnt ihr diese auch natürlich dort bestellen und kaufen. Danke euch nochmal fürs Zusehen, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.